Das große Weltgeschehen geht uns meist gar nichts an. Die Wunder der Technik werden alltäglich irgendwann. Historische Ereignisse verlieren an Bedeutung. Wir sind gefangen im Hier und Jetzt, schlagen uns mit Sorgen unsere Zeit. Doch manchmal denke ich gerne daran, was an einem 3. Oktober begann. Da wurde mein Vater geboren, was schon besonders war. Denn wenn das nicht passiert wäre, wäre ich heute gar nicht da. Da wurde aus 2 Staaten, die nur die Sprache verband, die durch eine Mauer getrennt, wieder ein einziges Land. Und manchmal denk ich gerne daran, was an einem 3. Oktober begann. An diesem Tag, an dem man gerne Freudentränen weint. An diesem Tag, wo sich das Große und das Kleine vereint. An diesem Tag, den wir jetzt feiern, jedes Jahr. Meinem Vater war das schon immer klar. Und jetzt zu unserer Geschichte, die im Netz begann. Durch dieses Wunder der Technik fing alles erst an. Dieser goldene Herbsttag und unser erstes Treffen. Über unseren ersten Kuss hätte ich den Geburtstag von meinem Vater fast vergessen. Und darum denke ich gerne daran, was an einem 3. Oktober begann. An diesem Tag, an dem man gerne Freudentränen weint. An diesem Tag, wo sich das Große und das Kleine vereint. An diesem Tag, den wir jetzt feiern, jedes Jahr. Und nur meinem Vater war das schon immer klar. Wird die Mauer noch stehen, würde es uns gar nicht geben, denn wir würden in 2 verschiedenen Staaten leben. Du im bösen Westen, ich als guter Kommunist. Ich danke der Geschichte, dass es anders ist. An diesem Tag, an dem man gerne Freudentränen weint. An diesem Tag, wo sich das Große und das Kleine vereint. An diesem Tag, den wir jetzt feiern, jedes Jahr. Und nur meinem Vater war das schon immer klar. An diesem Tag, an diesem Tag, wo sich das Große und das Kleine vereint. An diesem Tag, den wir jetzt feiern, jedes Jahr. Und nur meinem Vater war das schon immer klar.